Wie kann Kommunikation beim Verkauf und im Umgang mit Patienten helfen? Und warum sollte sich ausgerechnet der Arzt damit auseinandersetzen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, der Kommunikationstrainerin und Kommunikationspsychologin Nathalie Morgenroth. Herzliche Grüße schon mal nach München, liebe Nathalie. Dankeschön, Oliver. Jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast helfen wir euch und auf dem Weg in die Niederlassung und Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps, behandeln aber auch Themen, die über den klassischen Bereich der Medizin hinausgehen, aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Doc wie immer unter businessdoc.online oder persönlich gerne eine E-Mail an mich unter info@businessdoc.online. Ja, Nathalie Morgenroth habe ich in einem anderen Podcast gehört bei Tobias Beck vor einiger Zeit und ich habe sie dann einfach mal angeschrieben. Sie hat sehr spontan geantwortet, hat ein bisschen gedauert, bis wir jetzt zusammengekommen sind. Sie hat durchaus viel mit der Medizinbranche zu tun, werden wir vielleicht heute im Laufe des Interviews noch drüber sprechen können. Aber vorher möchte ich sie noch mal kurz offiziell vorstellen. Mal eben das große Blatt Papier nehmen, jetzt wird's lang. Nathalie Morgenroth ist Inhaberin der Firma Constanda Coaching und die Dialogdealerin. Wenn ich mal groß bin, helfe ich den Menschen beim Losfliegen. Das sagte Nathalie mit 7 Jahren. Eines wusste sie, Nathalie Morgenroth, geborene Constanda, schon sehr früh. Wer durchstarten will, bekommt von ihr den richtigen Antrieb. Heute vermittelt sie als Kommunikationstrainerin die Erfolgskriterien komplexer Gespräche, insbesondere effektive Methoden zur Neukundengewinnung oder Neukundenakquise am Telefon. Von ihrem Wissen profitieren neben Teilnehmern ihrer offenen Seminare, also du gibst eigene Seminare auch, und renommierte Unternehmen wie Microsoft, Dell und Lexmark und Brita. Wow. So groß die Unternehmen, Wahnsinn. Die Trainerausbildung durch den Vertriebsexperten Tim Taxis sowie die anschließende mehrjährige Zusammenarbeit mit ihm machten Nathalie Morgenroth zu einer erfahrenen Trainerin, die es versteht, ihre Kunden in allen Anliegen rund um das Thema Kaltakquise im B2B und anspruchsvolle Gesprächsführung zu betreuen. Mit ihrer zweistufigen Seminarreihe Der Dialog zum Deal liefert sie nun einen innovativen und revolutionären Trainingsansatz, der sowohl im Management als auch im Vertrieb zu ungeahnten Erfolgen führt. Nathalie, ich freue mich wirklich total, dass du dir die Zeit genommen hast, an diesem Montagmorgen uns hier zur Verfügung zu stehen. Herzlichen Dank. Nach München. Dankeschön. Bevor wir jetzt einsteigen in die Frage- und Antwortrunde, vielleicht kannst du noch mal kurz mit eigenen Worten sagen, wer ist Nathalie Morgenroth und was machst du beruflich und privat? Das sage ich gerne. Also fangen wir mal mit dem Beruflichen an. Das ist gerade schon gesagt, ich bin die Dialogdealerin. Ich finde, das bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt, weil ich das Thema Kommunikation in jeglicher Form, für mich gepachtet habe, das natürlich nicht, aber ich habe schon immer ein sehr, sehr gutes Gespür für Gespräche gehabt. Was braucht ein Gespräch, damit es zu einer Einigung kommt, damit es zu einem Deal kommt? Gar nicht zwingend im Business-Kontext. Mhm. Das kann ja auch ein Deal sein, ich sage, räum die Küche auf, du sagst nein und am Ende tust du es trotzdem und wir haben eine Einigung. Das wäre ja auch ein Deal. Das muss ja gar nicht immer im Business-Kontext sein. Deswegen, also ich verstehe mich beruflich tatsächlich als Dialogdealerin, weil für mich gar nicht so relevant war, handelt es sich um ein Kaltakquise-Telefonat, das jemand besser machen möchte mit meiner Hilfe oder hat ein Arzt vielleicht einen Patienten mit einer Dysmorphophobie und weiß manchmal nicht mehr, aus. Die Asymmetrien in der Kommunikation haben natürlich immer einen anderen Kontext, aber ähneln sich immer. Deswegen beruflich finde ich, es war eigentlich erst so ein Gag, so die Nathalie ist die Dialogdealerin, aber es bringt es in der Tat auf den Punkt, weil das, was du beim Dealer bekommst, bekommst du nicht im Supermarkt. Mhm. Und dann bekommst du das, was du willst und was du brauchst. Okay. Ja, so, deswegen konnte ich damit so in Resonanz gehen, weil es funktioniert auch nicht für jeden die gleiche Lösung. Du würdest vielleicht in einer schwierigen Verhandlung mit einem Kunden, mit einer Preisverhandlung, anders zum Ziel kommen als vielleicht dein bester Freund. Und darum geht es, dass wirklich jeder für sich eine Lösung bekommt, wie er im Gespräch künftig besser ans Ziel kommen kann. Und natürlich auch und vor allem in der Kaltakquise. Da ist es natürlich wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Weil wenn sich da der Teilnehmer nicht wohlfühlt mit der Lösung, die er von mir bekommt, dann wird er das nicht umsetzen, schlichtweg. Deswegen so beruflich kann ich es in einem Wort sagen, da verstehe ich mich tatsächlich als Dialogdealerin, weil obwohl ich so viele Trainings gebe, jedes Training ist nochmal ein Stück weit anders, weil die Teilnehmer holen sozusagen aus mir raus, was sie von mir brauchen. Ja, und so ist es auch mit den Praxis-Coachings gewesen. Jede Praxis braucht etwas anders. Eine
Praxis, die, was weiß ich, in Düsseldorf in der Innenstadt liegt, die hat ein anderes Klientel und ganz andere Bedarfe als eine Praxis, die vielleicht etwas ländlicher liegt und gerne eine höhere Patientenzahl hätte oder gerne den Schwerpunkt ein bisschen mehr in Richtung Ästhetik packen würde. Das heißt aber, du musst sehr, sehr individuell arbeiten, ne? Also gerade, weil du sagst, es ist ja sehr persönlich, also dieser Deal, ich habe jetzt gerade tatsächlich den Dealer im Kopf, der so an der Bahn irgendwo steht und wir beide uns linke Tasche, rechte Tasche, das gab früher mal in der Sesamstraße, ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch kennst, der macht immer die Jacke auf und hat so einen Deal angeboten aus der Jacke heraus, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Also du musst sehr individuell sein, das heißt, du musst auch sehr dich sehr gut mit der menschlichen Psyche auskennen, weil gerade das ist ja ein sehr, sehr schwieriges Thema, ne? Also der eine reagiert so, der andere so. Hast du das gelernt? Also ich muss mich damit auskennen und ja, ich habe es gelernt. Darum geht es tatsächlich, das ist ja zweistufig, der Dialog zum Deal. Part one ist Cold Calling und Part two ist Talking Tools. Und in den Talking Tools bringe ich genau das meinen Teilnehmern bei, und zwar Menschen und Gespräche zu lesen. Eine Störung im Gespräch oder eine Irritation beim Gesprächspartner baut sich ja auf. Mhm. Im Prinzip auch ein bisschen wie eine Erkrankung. Eine Erkrankung ist ja auch kein Paukenschlag, die baut sich auf. Es gibt welche, die bauen sich schneller auf und weniger schnell auf. Aber damit habe ich mich wirklich sehr, sehr lange befasst. Wie kann ich denn ein Gespräch lesen oder wie kann ich denn einwirken, wenn eine Irritation im Gespräch ist? Deswegen befassen wir uns da wirklich viel mit Kommunikationspsychologie und Körpersprache. Mhm. Das sozusagen meine Teilnehmer lernen, ich vergleiche das gerne, da können wir gleich mal den Hund im Hintergrund aufgreifen, mit einem Hund Hunde spüren, zwei Tage bevor ein Erdbeben kommt, dass ein Erdbeben kommt. Wir Menschen nicht. Wir merken das erst, wenn es schon bebt. Warum? Der Hund weiß, die Zeichen zu lesen. Mhm. Und so ist es auch oft in Gesprächen, wenn wir die Zeichen zu lesen wissen, dann kommt es auch nicht zu einer Irritation im Gespräch, weil ich viel, viel rechtzeitiger einwirken kann. Und es ist schon, also natürlich ist die Psychologie ein entscheidender Part, aber es geht auch viel um menschliches Verhalten. Mhm. Intuitiv sind wir tatsächlich, davon bin ich überzeugt, fast alle Kommunikationsexperten, weil wir sehr, sehr schnell spüren, wenn wir mal darauf achten würden, irgendwas hat in dem Gespräch nicht gestimmt. Mhm. Oder ich habe ganz häufig von Ärzten, ich habe ja viel zum Thema Umgang mit Kommunikationsfallen bei dysmorphophoben Patienten geforscht. Und es ist ganz häufig der Fall gewesen, dass mir Ärzte gesagt haben, wenn sie in der Vergangenheit einen dysmorphophoben Patienten hatten, das sind natürlich meistens ästhetische Medizinpatientinnen, dass sie gesagt haben, ich habe relativ schnell gemerkt, die versucht mich an die Wand zu drücken. Ich habe relativ schnell gemerkt, die versucht mich emotional zu erpressen. Aber ich wusste nicht mehr, wie komme ich raus aus der Nummer. Mhm. Wir merken meistens, wenn etwas nicht stimmt. Deswegen menschliches Verhalten ist ganz, ganz selten mystisch. Das ist oft sehr, sehr offensichtlich. Ja. Wie bist du denn, einen Schritt vielleicht nochmal zurück, bevor wir da gleich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil das ein hochspannendes Thema ja ist. Wie bist du denn da hingekommen? Also wie ist dein Weg in diese Richtung gelenkt worden? Hast du dich immer schon sehr gerne mit dem Menschen individuell auseinandergesetzt? Ist dir das so ein bisschen auch dieses Unternehmerische dabei in die Wiege gelegt worden oder woher kommt das? Also ich fand tatsächlich schon immer, auch wirklich als kleines Kind, ich wollte mich immer mit Menschen unterhalten oder Menschen anrufen, auch immer meine Eltern haben sich immer unglaublich aufgeregt über die hohe Telefonrechnung, weil auch wenn ich was wissen wollte, ich habe da einfach immer angerufen. Mhm. Also ich weiß, das hat mir mein Vater vor kurzem erzählt, ich habe sogar, also wenn ich irgendwas Gesetzliches wissen wollte, dann wusste ich, aha, ich habe mal gehört, die 110 ist die Nummer von der Polizei, dann habe ich halt die Polizei angerufen. Ach, schön. Ich wollte schon immer meine Infos von der Quelle direkt. Und mich hat immer interessiert, was treibt die Menschen um oder was ist für die schwierig und wie könnte ich das leicht machen. Mhm. Deswegen auch dieser Satz, wenn ich mal groß bin, helfe ich den Menschen. Genau, da kommt es. Das ist so wie eine Faszination. Also das ist wirklich so eine Sache, für die ich brenne. Was ist das für ein Mensch? Also auch egal, wo ich bin, ich mag es, die Menschen kennenzulernen. Mich interessiert, ja, welche Geschichte hat dich denn hierher verschlagen? Also ich habe einfach eine unglaubliche Faszination für die Menschen. Eben einmal so auf der Psyche basierend, eben aber auch einmal im medizinischen Bereich. Also könnte durchaus verhungern, wenn du mir so einen Anatomieatlas hinlegst. Da kann ich so vertieft sein und vergesse den Rest der Welt.
Ja, und wie bist du dann zu dem Thema ich meine, klar, wenn man immer gerne telefoniert hat, dann hat man auch keine Scheu davor. Es gibt ja ganz im Gegenteil bei vielen diesen Glaubenssatz zu sagen, ich kann das nicht am Telefon, ich will das auch nicht, rufe auch keine fremden Menschen Genau. an. Ja, also Genau. das redet man sich ja auch gerne ein, dass man das nicht kann. Jetzt hast du genau den anderen Weg gewählt und gesagt, ich will das auf jeden Fall. Ist da dann auch dieser Zusammenhang zustande gekommen? Also zum Thema Kaltakquise, zum Thema, ich helfe anderen dabei, auch vertrieblich mehr Erfolg zu haben. Ja, da muss ich tatsächlich sagen, da hat das Thema eher mich gefunden, nicht ich das Okay. Thema. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, wollte ich lernen, mich zu verkaufen. Ja, der medizinische Bereich ist ja sehr, sehr unvertrieblich. Ich wusste nicht mal genau, was Vertrieb ist, ehrlich gesagt. Weil der medizinische Bereich ist ja relativ unvertrieblich. In der Arztpraxis, dachten wir uns als Helferinnen, so, pff, ja, da kommt ein paar Mal am Tag irgend so ein Typ rein mit so einem Köfferchen und der gibt uns irgendeine Visitenkarte, die wir danach eh wegwerfen. Und da sagt, er ist von irgendeiner Firma und vertreibt irgendwas. Ja. Also so ist es einfach, das ist einfach die Wahrheit. Und als ich dann selbstständig war, dachte ich mir, ja, da muss ich mich jetzt schon mal mit befassen. Und habe dann eben das Buch von Tim Taxis gefunden im Internet, heiß auf Kaltakquise, habe das auch gekauft, habe mich damit befasst und habe mich dann für sein Training angemeldet. Also ich hatte 4.000 Euro Rücklagen, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. 2.000 davon hatte ich ausgegeben, um mir einen Platz auf einer Messe zu mieten, die 4 Quadratmeter konnte ich mir leisten, das weiß ich noch, die dann ein paar Monate später stattfand, ich glaube irgendwie im Juli oder so. Und ich habe mich im Januar selbstständig gemacht, im Juli war diese Messe. Ich dachte mir, okay, aber was hilft mir denn diese Messe, wenn niemand weiß, dass ich dort teilnehme oder dass ich dort bin? Auch wenn mein 4 Quadratmetern echt leicht zu übersehen war. Und es war auch noch so direkt an der Tür im Eck. Also war gut versteckt, sagen wir es mal Optimale so. Position, ja, Ja, genau. genau. Und eben meine restlichen Rücklagen habe ich dann eben ausgegeben, um in dieses Akquise-Training zu gehen. Und habe dann eben dort im Taxis meinen zukünftigen Mentor kennengelernt, der dann eben mitbekommen hat, wie gut meine Quoten sind. Also ich habe damals schon gemerkt, also irgendwas habe ich hier verloren. Hier ist irgendwie ein wichtiger Part. Und er hatte dann eben mitbekommen, dass meine Quoten besser, 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 besser wurden. Und irgendwann hat er dann gesagt, du, also ich muss dich zumindest fragen, hast du Lust, dass ich dich ausbilde? Und das haben wir dann gemacht. Also es hat sich wirklich so ergeben. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, bevor du also in die Selbstständigkeit bist, warst du in der Arztpraxis angestellt, weil du gerade gesagt hast, da Ja. kam dann der Vertreter rein und hat uns Visitenkarten gegeben, die wir dann weggeschmissen haben. Genau. Das heißt, du hast Ja. in der Medizinbranche gelernt, du hast irgendwo gearbeitet. Genau, ich bin medizinische Fachangestellte. Ich habe in der Kardiologie gelernt. Okay. Großartiges Fachgebiet. Also ich könnte den ganzen Tag EKGs anschließen und lesen. Da bin ich tatsächlich so ein bisschen autistisch. Und bin dann eben in die Dermatologie gegangen und wurde dort Praxismanagerin. Habe auch einige Praxen mitkonzipiert und gegründet. Okay. Und meine Idee war eben immer, ich habe dann einige Semester nebenberuflich Psychologie studiert, bis ich gemerkt habe, das ist mir zu verkopft. Das ist nicht genau das, was ich möchte, das ist mir zu verkopft. Und habe dann eine andere Psychotherapieausbildung gefunden, die viel mehr das vereint hat, was mich interessiert hat, und meine Idee war. Und so hatte ich sie ja dann auch umgesetzt. Konnte ja keine Ahnung, wie sehr das dann mutiert. Meine Idee war immer, die Psychologie und die Medizin zu vereinen. Also eine kleine Unternehmensberatung für Arztpraxen. Das war die Idee. Und das ist aber, also du hast gesagt, da hast du anfänglich drin gearbeitet, das war anfänglich schon das, was du gemacht hast, aber das hat Genau. sich dann weiterentwickelt. Also du hast im Grunde das Know-how aus der Medizin und das Know-how aus der Psychologie mitgenommen und hast dir überlegt, welchen Bedarf, und den Bedarf hast du ja wahrscheinlich selbst gesehen in der Praxis, Genau. welchen Bedarf hat man und wie kann man in der medizinischen Praxis das verbessern. Du hast gerade einen sehr schönen Satz gesagt, Medizin ist unvertrieblich oder die Praxis ist zunächst mal Ja, unvertrieblich. sehr, sehr, ja. Trotzdem hast du ja gesehen, da ist irgendwo Bedarf. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der vertrieblichen Seite, aber was hat dich denn dazu veranlasst zu sagen, das ist genau ein Punkt, der fehlt in den Praxen? Also, was ich immer schwierig fand, ist, oder was häufig nicht optimal gelaufen ist, ist die Kommunikation mit dem Patienten. Abläufe haben ganz häufig keinen Sinn gemacht. Und oder auch die Abrechnung, also was da Geld verschenkt wurde, also wirklich haarsträubend. Warum? Ein großes Problem
ist viele, also die Ärzte lernen die GOE und auch den EBM nicht im Studium. Und dann denken die sich, der Gedanke macht ja auch Sinn, naja, dann stelle ich halt eine Helferin ein, die das kann, mhm, die es besser kann. Die kann es auch besser, aber oft nicht gut. So, und da wird unglaublich viel Geld verschenkt. Und mir hat halt gefallen, Abläufe zu optimieren, die Helferinnen zu trainieren, mhm, oder Dinge so umzustellen, dass es für alle einfach ist, oder Ärzte bei Führungsthemen zu begleiten. Weil wir haben eine ganz besondere Situation in der Praxis. Und zwar haben wir zwei völlig unterschiedliche Berufsbilder. Wir haben einmal die Helferinnen, mhm, die einfach den medizinischen Assistenzberuf haben. Und wir haben den Arzt als Mediziner. Und es sind zwei völlig unterschiedliche Berufsbilder. Und da entsteht häufig so ein, wie so ein Vakuum, wie so eine Grauzone, in der nichts mehr passiert. Und das ist schon häufig kommunikativ sehr schwierig gewesen. Zumal was relativ, sagen wir mal so, gar nicht so selten der Fall ist, dass wirklich viele Helferinnen ihren Chef boykottieren, mhm, und gar nicht sehen, was da für Kosten zum Beispiel. Jetzt alle sind. Zuhören, jetzt gibt es Insider-Informationen. Das ist wirklich ganz, ganz häufig, gerade Ärzte, die vielleicht sehr vertieft sind in die Sache, die, also Ärzte ticken ganz häufig anders als Helferinnen, sonst wären sie Helferin geworden und nicht Arzt. Mhm. Ja, du musst einfach anders denken, um ein Arzt zu sein, als eine Helferin. Helferin bist du einfach mehr der Pragmatiker. Da musst du nicht gedanklich überlegen, ja okay, ist denn das statistisch oder verwechsel ich jetzt Kausalität mit Korrelation? Ja, da schaut dich eine Helferin an und sagt, Kausa was oder Korrelation was? Willst du? Hier so. Der Arzt hingegen hat eine andere Verantwortung und steht natürlich sozusagen ganz, ganz anders in der Kreide als die Helferin. So. Jetzt ist aber häufig das Phänomen, wenn ein Arzt sehr auf die Sache konzentriert ist und nicht so das Socializer ist und nicht so gut mit den Helferinnen umgehen kann, dass die sich so ein bisschen abgebügelt fühlen und anfangen, den Arzt zu boykottieren, weil die sagen, pff, der hat so viel Geld und der zahlt uns Gehälter, die nicht gut genug sind. Mhm. Weil die natürlich nur den Umsatz sehen und nicht den Gewinn. Ja, die sehen nicht, dass der Laser vielleicht 120.000 Euro gekostet hat oder dass der 15.000 Euro Fixkosten hat jeden Monat. Und dann beginnt so ein Machtspielchen. Und es ist auch ein häufiges Thema gewesen, dass die Ärzte mir gesagt haben, ja, ich komm nicht an meine Helferinnen ran, weil es eben ganz häufig ist, dass die Chefs boykottieren. Also das heißt, wir haben in der Kommunikation, in der Praxis zwei Ebenen. Einmal die Ebene Helferin-Arzt oder Arzt-Helferin und natürlich aber auch Patient. Und das sowohl auf der Ebene Patient-Arzt, als auch auf der Ebene Helferin-Arzt oder Mitarbeiter-Arzt. Ja, genau. Würdest du denn sagen, dass das da auch der Arzt, jetzt, weil wir sprechen ja hier häufig oder eigentlich nur zum Thema Arzt, für sich da was tun muss? Also ich sag mal, das kommt sehr häufig, gerade wenn wir über das Thema Kommunikation sprechen, das Thema Empathie in der Arztpraxis. Für viele ältere Ärzte, eine ältere Generation, hat das Thema Empathie immer noch mit Schwäche zu tun. Ne? Also ich gebe etwas von mir preis oder ich gebe auch mal preis, dass ich etwas nicht so gut kann. Und wenn es anfangs die Abrechnung ist, wir erleben das ja sehr häufig bei einer Praxisübernahme zum Beispiel, kommt ein junger Mediziner, der wenig weiß zum Thema Abrechnung, gerade wie du es angesprochen hast, die GOE, den EBM gar nicht kennt, Regelleistungsvolumen oder sonstige Themen noch nie gehört hat, die Helferinnen das aber seit durchaus 15, 20 Jahren gut machen und ihm eigentlich einen Wissensvorsprung nachweisen können, aber er das vielleicht nicht zugeben will. Wo bringt man die beiden zusammen? Also was ich tatsächlich erlebe, ist gar nicht, dass die Ärzte empathielos sind. Die sind manchmal sehr konzentriert auf die Sache. Mhm. Und eine Sache, die auch ganz häufig verwechselt wird, ist Mitgefühl und Mitleid. Mhm. Also dass natürlich Mitleid nichts verloren hat in der Arztpraxis. Da bin ich total dabei. Mitgefühl ist was anderes. Und ich erlebe bei den Ärzten schon sehr häufig Mitgefühl dem Patienten gegenüber. Vielleicht manchmal nicht so ausführlich kommuniziert, was völlig in Ordnung ist. Weil ich finde, es ist schon auch die Sache eines jeden Menschen, okay, wie weit lasse ich sozusagen, zeige ich die Empathie oder wie sehr zeige ich, dass mich das betrifft. Was aber schon eine Sache ist, dass häufig die Tools fehlen. Also ich erlebe ganz häufig, dass mir die Praxis immer aber gesagt hat, ja, da merke ich, da komme ich irgendwie nicht an oder mich verstehen die Patienten irgendwie falsch, aber die nicht wussten, wie kann ich das verändern. Mhm. Zum Beispiel vielleicht so den Informationstransfer zu splitten. Weil einfach bei einer Helferin sind die viel unaufgeregter, die Patienten, als bei einem Arzt. Mhm. Oder dass man wirklich die Infos doppelt gibt.
Also es gibt ja auch dieses Phänomen, dass Patienten viel, viel weniger aufnehmen können, sobald ihnen eben der Arzt im weißen Kittel gegenüber sitzt. Und was auch ganz besonders ist am Arztberuf, dass die niedergelassenen Ärzte sozusagen im Unternehmen arbeiten. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt CEO bin, ich übertreibe jetzt mal, weil das ist natürlich so nicht, den ganzen Tag so in meinem Stuhl sitze und überlege und mehr am Unternehmen arbeite, das ist was anderes, als wenn ich als Arzt bin, ich genauso Unternehmer, habe aber sozusagen nicht so den Raum, am Unternehmen zu arbeiten, weil ich so sehr damit beschäftigt bin, im Unternehmen zu arbeiten. Und das ist so eine Sache, die schon viel bringt, sich als Arzt wirklich einmal im Monat eine Stunde Zeit zu nehmen und wirklich zu sagen, okay, wo will ich mit meinem Unternehmen Arztpraxis hin, also am Unternehmen zu arbeiten. Und als Führungskraft ist wirklich das Wichtigste, was ich jedem an die Hand geben kann, dein Erfolg steht und fällt damit, wie sehr dich dein Team mag. Sehr schön. Ja, und da helfen schon, das will ich wirklich noch unbedingt an die Hand geben, da helfen manchmal so Kleinigkeiten, dass Praxisinhaber sagen, okay, einmal im Monat machen wir gemeinsam Mittagspause und ich bestelle eine Pizza, die geht auf mich. Und wir reden einfach mal nicht nur, oh, Frau Meier, also das muss echt schneller gehen, sondern hey, wie geht's euch denn so? Also es müssen gar nicht mega private Sachen sein, sondern hat der Umzug geklappt? Also schon auch mal irgendwas Menschliches. Oder Mensch, wo ist denn der gelbe Schal vom letzten Winter hin? Oder irgendwas. Also einfach mal ganz bewusst sich so für das menschliche Ticken mehr Zeit nehmen. Um Gottes Willen, nicht in die Tiefe einsteigen, aber so Kleinigkeiten helfen schon auch. Ja, erfährt man ja bei sich selber auch, dass man das wirklich sehr schön findet, wenn jemand einfach mal nachfragt, ne? Und nicht über sich redet, sondern einfach vielleicht, was man irgendwann gesagt hat, aufnimmt und irgendwann nochmal nachfragt. Das reicht ja oft schon. Man muss nicht stundenlang reden und man muss auch nicht in die Tiefe gehen, aber das ist eine Wertschätzung und die Wertschätzung kann ja nicht nur über Geld immer stattfinden, ne? Oder diese Anerkennung nicht über Geld, weil das ist ja sehr häufig ein sehr kurzfristiger Motivator nur, ne? Also es wirkt eine Zeit lang, aber irgendwann ist es dann auch wieder weg. Jetzt haben wir natürlich, du hast gerade sehr schön gesagt, auch mal am Unternehmen arbeiten, nicht nur im Unternehmen. Auch da gehen wir ja sehr viel mit Arztpraxen hin. Wir haben immer größere Praxengemeinschaften. Führt auf der einen Seite dazu, dass einiges unpersönlicher wird, aber auch da müssen sich vielleicht neue Strukturen bilden. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben? Vielleicht überfalle ich dich jetzt gerade damit. Wie kann denn Kommunikation einfach stattfinden? Also wie kann... oder wie kann ich das gezielt einsetzen? Ganz egal, was dir gerade einfällt, ob jetzt Arzt, Patient, Helferin, Arzt oder umgekehrt. Also eine Regel, die ich sehr wichtig finde, ist, sich nicht beeilen zu lassen. Sich nicht beeilen zu lassen, weil manchmal im Zugzwang sagen wir irgendwelche Dinge und gerade als Arzt, also gerade dem Patienten gegenüber, aber auch als Führungskraft, werden wir genau darauf festgenagelt. Es kann durchaus eine qualifizierte Aussage sein, zu sagen, ich werde mir dann nochmal in Ruhe überlegen, wie wir vorgehen und wir sprechen in der Woche nochmal, zum Beispiel. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gerade dem Patienten gegenüber gut machen kann. Oder auch mal, das ist gerade, wenn es um Igelleistungen geht oder um ästhetische Medizin, wo wirklich Geld mitverdient werden kann, dass viele sich nicht trauen zu sagen, nein, das mache ich nicht. Es ist, und da passiert psychologisch was ganz, ganz Verrücktes. Ich komme gleich wieder drauf zurück, dann schauen wir uns das Ganze mal den Arzt als Führungskraft an, den Helferinnen gegenüber. Und zwar beginnt da relativ schnell eine Verpartnerung. Und zwar, die Patienten kommen zum Arzt und der Arzt sagt, was kann ich für sie tun? In dem Moment hat sich der Arzt mit der Patientenidee sozusagen verpartnert. So, und wenn die Patientin dann erklärt, ja und hier und da und so weiter. Also Dysmorphophobie ist bei Mann und Frau gleich verteilt, aber in der ästhetischen Medizin sind es einfach noch häufiger die Frauen. So, und irgendwann merkt er, oh mein Gott, die hat eine totale Körperschemastörung, kommt jetzt aber aus dieser Nummer nicht mehr raus. Oder also meinst, die will zu viel, die will alles, die will nicht nur Gesicht, sondern... Genau, oder etwas, wofür es keine Indikation gibt. Also es gibt also, nee, hier ist eine Falte, sehen Sie das nicht? Sehen Sie das nicht, Herr Doktor? Da ist aber nichts. Oder die hat schon solche Lippen und will noch mehr. Oder gibt es auch im medizinischen Kontext. Nee, da müssen Sie mal aufschneiden hier, Herr Doktor. Da, nee, da, das wäre zwar Münchhausen, aber das kennt jeder Arzt. Und viele merken dann, ich weiß nicht mehr, wie ich rauskomme aus der Nummer, weil die so gut sind im Manipulieren und im emotionalen Erpressen. Und die Ärzte wissen oft nicht, wie sie rauskommen. Und denen fällt oft das Tool nicht ein. Ich kann sagen, nein, das mache ich nicht.
ich darf Nein sagen. Mhm. Weil ich stehe auch sozusagen in der Kreide, wenn das Ganze schief läuft. Mhm. Und das ist eben ein häufiges Problem. Deswegen habe ich dem Thema Kommunikation mit Dysmorphophoben so viele Patienten so viel Zeit gewidmet, weil viele Ärzte sich da ein bisschen ihr eigenes Grab geschaufelt haben. Weil natürlich sagt die Patientin, nee, ich verklage sie nicht. Tut es aber dann doch. Und der Richter sagt nur, Sie sind Arzt und Sie hätten merken müssen, da liegt ein psychopathologischer Befund vor. Mhm. Deswegen eine Sache, ich darf Nein sagen. Mhm. Vor welchem Hintergrund vor welchem Hintergrund fällt Ihnen das so schwer? Vor dem wirtschaftlichen, dass er sagt, ach, gibt es ja ein paar Euro dran zu verdienen? Oder vor dem Hintergrund, ne, ich darf als Arzt nicht Nein sagen? Also als Behandler. Es ist eher ein psychologisches Phänomen. Das Gefühl kennt jeder von uns. Und ich habe mich irgendwie nicht mehr getraut, Nein zu sagen, weil der Mensch so sehr davon ausgegangen ist, ich mache das, es ist mehr ein menschliches Phänomen. Und dann ist so eben der schwache Trost, naja, sonst macht es ein anderer was. Mit Abstand der saudümmste Satz ist, den ich je gehört habe. Ja. Damit kann ich alles rechtfertigen. Ja. Ich kann jetzt auch sagen, ich erschieße den Nächstbesten, weil wenn es ich nicht mache, macht es ein anderer. Ja. Aber das wird vielen Ärzten häufig unterstellt, dass es ein wirtschaftliches Interesse war. Diese Erfahrung habe ich überhaupt nicht gemacht. Das war eher eine, ich nenne es mal nicht Hilflosigkeit, sondern eher eine Unbeholfenheit. Wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Mhm. Und oft fehlt uns so das Offensichtliche, einfach zu sagen, ich habe das Gefühl, das ist nicht das Richtige für Sie und ich stehe fachlich nicht dahinter. Ich werde es nicht machen. Mhm. Deswegen hilft es auch häufig. Der Artikel müsste auch auf meiner Homepage sein, Umgang mit Kommunikationsfallen bei dysmorphophoben Patienten. Ja. Ja. Das ist wirklich so die Königin. Ah ja, genau. Das ist so, war auch der häufigst gelesene Artikel tatsächlich, als der veröffentlicht wurde. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du hattest gerade den. Ah, ja, genau. Ich habe ihn wieder. Deswegen hilft es auch, dass ich ein Gespräch anders eröffne. Wenn ich zum Beispiel zum Patienten sage, was ist denn Ihr Anliegen? Da lasse ich die Idee, ein Wunsch hat einen Eigentümer. Mhm. Und damit lasse ich die Idee und den Wunsch beim Gegenüber. Damit lasse ich mir noch jede Freiheit. Aber jeder Arzt hat die Freiheit auch zu sagen, ich stehe da fachlich nicht dahinter. Ich sehe, es geht Ihnen nicht gut damit, aber ich bin nicht der richtige Ansprechpartner für Sie. Mhm. Das ist mal das eine. Und wie der Arzt dem Patienten gegenüber, er muss nicht zu allem Ja und Amen sagen, weil die werden sehr kriminalisiert, die Ärzte, und wir müssen nicht zu allem Ja und Amen sagen. Es ist es nicht wert, nachts nicht mehr ruhig schlafen zu können. Die dürfen da ruhig mit ihrer Expertise dahinter stehen und sagen, nein, das mache ich nicht, weil da stehe ich fachlich nicht dahinter. Mhm. Und als Führungskraft den Helferinnen gegenüber ist wirklich eine Sache, die sehr hilft, dass sich das Ganze sehr entspannt, fehlbar sein. Auch mal einen Fehler zu geben, sagen, oh Gott, ja, das habe ich falsch gemacht. Ich habe vor kurzem, das ist eine Geschichte, die erzähle ich allen, die es hören wollen, auch allen, die es nicht hören wollen, habe ich unterstellt, ja. Einfach mal, dass du es hören willst. Ich war vor kurzem bei einem riesen IT-Haus gebucht fürs Thema Kaltakquise. Kennt jeder auf der Welt, ich sage den Namen jetzt nicht, wobei ich bin mir sicher, dem Geschäftsführer wäre es recht. Und ich habe da eben... Ja, nee, du kannst ruhig sagen, wir sind ja hier weder eingeschränkt noch irgendwas, also Microsoft oder wo bist du gewesen? Nee, ich glaube, dem Geschäftsführer wäre es recht, aber ohne, dass ich ihn selber gefragt habe, will ich diese Geschichte nicht erzählen. Okay. Aber vergleichbar groß wie Microsoft. Okay. Mhm. War nicht Microsoft, aber genauso bekannt und vergleichbar groß. Und ich war ganz oft schon bei denen gebucht und diesmal habe ich eben den Geschäftsführer kennengelernt und dann kam rein ins Training. Und der Chef muss kein Wort sagen, es reicht mir, wenn ich meine Teilnehmer sehe, dann weiß ich, wie der ist. Ja, absolut, genau. Und der kam rein und hat kurz Hallo gesagt und so eine Geste, die er sehr häufig benutzt hat, ist, sich so die Hand aufs Herz zu legen und sich eben zu bedanken. Du hast gemerkt, es war eine ganz demütige Person. Mhm. So, und dann ist er wieder rausgegangen und wirklich alle Teilnehmer waren so, oh, hast du gesehen, das ist unser Geschäftsführer. Also waren richtig, richtig stolz. Mhm. So, und abends waren wir alle gemeinsam essen, meine Teilnehmer und dieser Geschäftsführer. Und er hat wirklich jeden Mitarbeiter gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du denn bei uns? Mhm. Und die zweite Frage, die fand ich auch richtig gut, wärst du ich, was würdest du ändern? Wow. Was kann ich denn für dich tun? So, und jetzt kommt, und jetzt schließt sich der Kreis, darum erzähle ich euch das. Auf dem Heimweg zum Hotel habe ich so mit allen Teilnehmern mal unabhängig voneinander gesprochen, habe gesagt, ihr mögt den richtig gern, gell? Und dann haben die gesagt, ja, aber weißt du, was wir am allerliebsten mögen? Es hat wirklich jeder unabhängig voneinander gesagt. Und dann sage ich, nee, was mögt ihr denn am liebsten?
wenn wir dem eine E-Mail schreiben, der zwei Assistentinnen, aber wenn wir dem eine E-Mail schreiben, der antwortet uns sofort und der lässt alle Rechtschreibfehler drinnen. Weil der ist kein Muttersprachler, okay. Kein deutscher Muttersprachler, der ist Kroatisch, spricht zwar sehr gut Deutsch, aber schreibt eben nicht fehlerfrei. Und wir haben gesagt, das mögen wir so gern. Weil wir wissen, der hat die selber geschrieben und der versucht uns nie den Anschein zu geben, er ist perfekt. Und es ist so wichtig, sich auch mal fehlbar zu machen. Mhm. Sagen, oh nein, habe ich vergessen. Oder stimmt, das hatten wir ja ausgemacht, habe ich vergessen. Oder whatever. Ja, ja. Zu machen als Führungskraft. Aber das ist natürlich etwas, was dem Arzt gerade als in Anführungsstrichen Halbgott in Weiß nicht mit in die Wiege gelegt worden ist. Ganz im Gegenteil, die Ausbildung vor 30, 40, 50 Jahren war eine ganz andere und in die Richtung muss man gehen. Ist das Teil einer neuen Unternehmenskommunikation? Gerade wenn du jetzt sagst, und da kann man vielleicht ja auch wieder runterbrechen, muss das Teil der neuen Unternehmenskommunikation werden, dass man mit den Mitarbeitern arbeitet und eben nicht über den Mitarbeitern arbeitet und sie für alles auch mit ins Boot holt? Also ich glaube, dass es der einzige Weg ist, der dauerhaft erfolgreich ist. Also ich habe einen Begriff, den ich mir irgendwann mal ausgedacht habe und den ich immer wieder einsetze, ist eben auch, dass er mit dem Team arbeitet und dass er Umsetzungsfreiräume gibt, Kompetenzfreiräume, dass die mitgestalten. Wir Menschen wollen Selbstwirksamkeit. Mhm. Aber wenn die an allen Ecken und Enden abgeschnitten wird, dann werden es eben so, sag ich mal, gehirnlose Roboter und dann kommen Dinge zustande, wo wir uns denken, oh Gott, wie kann sowas passieren? Also ich glaube, dass die Arbeit der Zukunft definitiv so sein wird, auch und vor allem in der Arztpraxis, wo wir eh einen ganz, ganz massiven Nachwuchsmangel haben. Mhm, absolut, ja. Im Assistenzbereich zumindest. Ja, überall, wir haben das kurz ja im Vorgespräch besprochen, auch absolut mein Thema zu sagen, wir müssen dieses Thema Unterversorgung beziehungsweise auch Nachwuchs, diese Nachwuchsproblematik in den Griff bekommen, ansonsten werden wir immer mehr Gebiete haben, wo eben die Patientenversorgung nicht gewährleistet ist. Und da fängt es ja schon an. Also da fängt ja schon das Thema, wie gehe ich dann damit um? Wie viel Zeit habe ich für meine Patienten? Wie viel Zeit kann ich mir nehmen? Denn immer weniger Ärzte bedeutet ja immer mehr Patienten pro Arzt, der noch da ist. Und das bringt wirklich auch viele dazu. Jetzt, da gibt es ganz viele Statistiken auch drüber, die dann sagen, nee, ich gehe gar nicht mehr in die Praxis, ich habe Sorge dafür, dass sich das noch schlimmer wird wie im Krankenhaus. Also die Belastung in der einzelnen Praxis zu hoch wird. Ne? Deshalb bilden sich so viele Gemeinschaften. Ja. Deshalb gehen so viele als Angestellte mittlerweile in die Arztpraxen und sagen, ich möchte mit dem wirtschaftlichen Thema gar nichts zu tun haben. Und vergessen dann sehr häufig, dass dieses Thema Arzt und Unternehmer sein auch jede Menge Spaß machen kann. Vielleicht aber auch, und deshalb ist das sehr schön, was du gerade gesagt hast, weil ich mich ruhig da auch durchaus mal fehlbar machen kann. Ich muss eben nicht der unfehlbare Chef sein, dem alles gelingt, sondern ich fange einfach mal an und habe ein gutes Team und mit dem Team bauen wir was auf und daraus entwickelt sich das. Ne? Ist übrigens was Frauen einfacher fällt, also als Männern. Ne? Frauen sind da durchaus, kommen auch häufig, zu mir und sagen, ich hab keine Ahnung, sie müssen mir helfen. Ne? Das macht es einfach, ne? Oder macht es einfacher. Ja. Na, wir Frauen, wir mussten halt auch evolutionsbiologisch nicht werben. Wenn du nicht werben musst, dann ist es egal, ob du es weißt oder nicht. Also die Evolutionsbiologie, die spielt da schon echt viel mit rein. Mhm. Also wir können da schon in manchen Punkten auch was von den Männern lernen und umgekehrt. Weil du merkst einfach evolutionsbiologisch, was die Aufgabe des Mannes zu werben. Mhm. Deswegen sind Männer oft in Gehaltsverhandlungen besser. Oder ein Mann liest eine Stellenausschreibung und sagt, ja cool, von 10 gewünschten Kriterien kann ich 2, super, ich bewerbe mich. Eine Frau liest eine Stellenausschreibung, liest 10 Kriterien, die gewünscht sind. Oh nee, ich kann nur 9 von 10, da kann ich mich nicht bewerben. Also da können wir viel voneinander lernen. Ja. Das fällt mir immer wieder auf, weil gerade Vertrieb ist ja sehr, sehr männerdominiert. Ja. Aber wie du eben schon sagst, also wenn sich ein Arzt niederlässt, hat er sozusagen ganz andere Freiräume und andere Verpflichtungen. Also klar, keiner kann nur ein Ende vom Stock aufheben. Mhm. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Also auch jetzt bin ich ja schon wirklich ein paar Jahre selbstständig. Dieses Selbstständigmachen wird auch immer vollkommen überdimensioniert und aufgeblasen. Also viele tun gerade so, wenn jemand sagt, ich mache mich selbstständig, als hätte er gesagt, ich spende beide Nieren auf einmal. Das ist so, ich weiß nicht, warum oft so ein Bohai drum gemacht wird. Mhm. Das wird auch oft sehr, oh mein Gott, pass da bloß auf, wenn du dich niederlässt. Und
so viel kann meistens nicht schief gehen. Nee, also gerade in dem System Arzt noch weniger. Ja. Also das habe ich jetzt seit in den fast letzten 20 Jahren immer erlebt, habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Die ärztliche Niederlassung, gerade wenn ich im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen unterwegs bin und eben auch einen Versorgungsauftrag bekomme, ja, und den auch umsetze und meine Patientenzahlen habe, ist zu 99% oder anders gesagt, wenn es dann schief gehen sollte, liegt zu 99% nicht an der Praxis, sondern es ist dann immer im privaten Bereich zu suchen, ja, weil man vielleicht andere Fehler gemacht hat, die Ausgaben dann die Einnahmen überschreiten, wie auch immer, aber die Praxen laufen eigentlich immer alle sehr, sehr stabil und sehr gut. Ja. Das für mich übrigens auch ein Grund ist, warum sich viele noch nicht als Unternehmer fühlen, weil sie eben sagen, ja, ich kann ja weitermachen. Ich habe immer dieses klassische Beispiel, dass jemand eine Praxis nach 25, 30 Jahren übernimmt in einem gesperrten Gebiet, also wo kein anderer Arzt sich niederlassen kann. Und der sagt, auch die Stühle 30 Jahre sind noch gut und ich lasse die einfach mal in meiner Praxis stehen und tue auch nichts für mein Personal Branding in meiner Praxis. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich finde mal, ich muss mich ja auch als Arzt in meiner Praxis etablieren und auch die Patienten sollen ja zu mir kommen und nicht mich an vierter Stelle sehen, weil sie an erster Stelle die Parkplätze suchen, an zweiter Stelle die Helferin wiedererkennen und an dritter Stelle dann irgendwie noch, ob ein Fahrstuhl vorhanden ist oder sowas nachfragen und der Arzt an der Stelle eben schon an vierter Position kommt. Ich glaube, ein gewisses Personal Branding innerhalb der Praxis sollte man schon betreiben für sich. Und da kommen wir vielleicht zu einem Thema, wo du vielleicht noch mal was zu sagen kannst. Denn das Thema Akquise von Patienten oder Neugewinnung von Patienten oder eben auch das Thema privatärztliche Leistung, IGEL-Leistung, also zusätzliche Leistung. Welche Erfahrung hast du damit gemacht in Arztpraxen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass da sehr, sehr viel möglich ist. Aber erst müssen wir kurz eine andere Sache anschauen. Und zwar, der CEO eines Unternehmens hat natürlich, er kann fast alles machen, was dazu beiträgt, dass dieses Unternehmen größer, profitabler, erfolgreicher wird. Das ist so die Hauptmaxime. So, in einer Arztpraxis haben wir eine andere Hauptmaxime, weil der Arzt natürlich immer, Gott sei Dank, zum Wohle des Patienten handeln muss, aber nicht alles auf Gewinnmaximierung auslegen kann. Also haben wir schon noch andere Komponenten, die das Ganze mit beeinflussen. Innerhalb dieses Rahmens aber gibt es sehr, sehr viele Stellschrauben, die wir drehen können. Beispielsweise Praxismarketing. Es versteht sich natürlich von selbst, dass ich niemandem, also ich, eine Behandlung anbiete, von der er nichts hat oder die ihm nichts bringt. Aber da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, was die Homepage anbelangt. Kaum eine Homepage ist suchmaschinenoptimiert. Der nächste Fehler ist, viele Homepages sind viel zu fachlich. Da sind teilweise komplette Operationen erklärt. Oh mein Gott, ein Patient, der einen Arzt sucht, der ihm die Venen operieren kann, der will nicht wissen, wie die OP abläuft von der örtlichen Betäubung bis zum Zunehmen, sondern der will wissen, kannst du das? Das ist der nächste Fehler, dass seitenweise irgendwelche OPs erklärt sind. Und dass auch wenn die Suchmaschine optimiert ist, die Homepage ist der nächste Fehler, dass Suchwörter hinterlegt sind, Keywords hinterlegt sind, die kein Patient auf der Welt jemals googeln würde. Zum Beispiel dysmorphophobe Störung. Zum Beispiel, oder kein zumal dysmorphophobe Patienten niemals auf die Idee kämen, dass sie dysmorphophob sind. Aber wenn ein Patient gehört hat, er braucht einen Herzkatheter, dann hat er zwar in aller Regel einen Kardiologen, aber bleiben wir mal, weil es so ein gutes, überspitztes Beispiel ist, der würde Herzkatheter googeln und nicht percutan transluminale koronare Angioplastie der Ramus interventricularis anterior. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Ja, also vielleicht gibt es den einen oder anderen, aber eher nicht. Ja. Und das ist immer ganz wichtig, die Homepage auf den aktuellen Stand zu bringen und mit ganz bewusst jemandem, der nicht fachlich ist, die mit dem zusammen die Keywords zu erarbeiten, zum Beispiel also eben Herzkatheter München, Venen-OP München, Botox München, Enthaarungslaser München, dass ich wirklich, oder Düsseldorf oder Hamburg, dass ich wirklich, und ich muss auf Seite 1 kommen, am allerbesten unter den ersten dreien. Es gibt so ein Running Gag, wenn du eine Leiche verstecken willst,
Wenn du Mord begehst und du willst eine Leiche verstecken, versteck sie bei Google auf Platz 2. Da findet die keiner, weil da schaut nie jemand nach. Und das ist so eine Sache, die Homepage muss passen, ja, und auch gute Keywords hinterlegt und keine fachlichen Keywords, die kein Patient jemals googelt, sondern ich muss leicht zu finden sein. Der zweite wichtige Punkt ist, gerade bei IGEL-Leistungen wird so die Grenze sehr fließend zwischen Patient und Kunde. Die Helferinnen am Telefon müssen in der Lage sein, 95% aller Fragen beantworten zu können. Warum? Die Kompetenzvermutung entsteht immer auf dem Weg zur Lösung, nie mit der Lösung selbst. Und häufig sagen die Ärzte, nee, das will ich den Patienten erklären. Natürlich, das ausführliche Beratungsgespräch passiert auch beim Arzt. Mhm. Aber eine Helferin muss einfach erklären, wie bestimmte Dinge wirken oder welche Indikationen für welche Behandlungen zulässig sind. Also das heißt, auch die sollten fachlich ausgebildet sein und sie sollten wissen, was die Praxis an Leistungsspektrum anbietet. Richtig. Okay. Eben mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist mit dem Enthaarungslaser. Ist ja so ein Trend, Enthaarungslaser. Mhm. So, und viele Ärzte kaufen sich einen Enthaarungslaser, der kostet zwar viel, du kannst ihn aber auch sehr gut weiter verkaufen, beziehungsweise die Behandlungen. Und die meisten Helferinnen, wenn die Patienten sagen, ja, ich habe gesehen, sie haben da so einen Flyer für einen Enthaarungslaser, wie ist denn der so? Dann sagen original die meisten, boah, der tut richtig weh, also richtig weh. Und letztens habe ich eine gehört, die hat gesagt, ich habe sogar Sternchen gesehen. Ja, sowas kann man doch nicht sagen. Und manche Patienten sind dann noch ganz geduldig und sagen, ah, und was kostet es? Teuer, richtig teuer. Genau, ist auch noch teuer. Tut nicht nur weh, ist auch noch teuer. Ja. Genau. Also die komplette Bandbreite an Dingen, die man nicht will. Und da ist eben wichtig, dass die erklären können, ah, okay, Sie haben einen Enthaarungslaser, können Sie gerne zum Beratungsgespräch vorbeikommen. Wir müssen allerdings gucken, dass Sie nicht gebräunt sind aus der Sonne und nicht kurz drauf in Urlaub fahren, dann passt sie Ihnen denn gut. Also, dass die einfach damit vertraut sind, weil sonst wird es einfach ärgerlich. Absolut. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, die sich wahrscheinlich gerade ganz viele unserer Zuhörer stellen. Wenn ich jetzt Lust habe, mich mal mit dir darüber zu unterhalten, ich fand es ganz lustig, ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass du mir im Vorgespräch oder auch in einer E-Mail vorher schon geschrieben hast, ich mache gar nicht mehr so viel im Arztbereich, aber wir haben jetzt hier eine Dreiviertelstunde nur über Ärzte gesprochen, ganz wenig über deine eigentlich andere Themen, also ich finde es super und ich hoffe, dass es für dich okay ist, aber ich merke vor allen Dingen auch, dass es eine Leidenschaft von dir ist, du bist da so tief im Thema und du kannst so viel, du könntest so viel für die Community da noch zu beitragen. Wenn jetzt jemand Lust hat zu sagen, Mensch, ich möchte doch mal ein Training machen, ich möchte doch mal ein bisschen mehr wissen, können die sich trotzdem nochmal an dich wenden? Also, denn es ist ja nicht mehr, das muss man ganz ehrlich sagen, deine Hauptaufgabe heute. Du bist in großen Unternehmen unterwegs, stimmt, und berätst die großen Unternehmen zum Thema Kommunikation, zum Thema Neukundengewinnung, Kaltakquise ist ja ein ganz anderes Thema. Und wir haben es gerade auch schon gesagt, oder du hast es gesagt, das ist ja nichts, was ursprünglich in die Arztpraxis gehört, weil da ist noch ein ganz anderer Auftrag dahinter, auch wenn wir viele Privatpraxen haben, mehr und mehr, die natürlich auch unternehmerischer denken, was ich nicht schlecht finde. Trotzdem, können wir irgendwie eine Verlinkung zu dir machen? Können sich die vielleicht trotzdem an dich wenden? Sehr gerne. Also es gibt ja, ich habe durchaus noch einige Stammkunden, die ich betreue im ärztlichen Bereich. Und auch einige Firmen, die mich immer wieder buchen als Vortragsrednerin für Workshops, auf denen Ärzte sind. Also sehr gerne, da können wir auf jeden Fall mal gucken, was da sinnvoll sein kann. Also dann machen wir die ganze Verlinkung in die Shownotes zu deiner Seite. Vielleicht auch mal hier diese wirklich tollen Downloads, die du auch auf deiner Seite noch zur Verfügung stehst. Das ist richtig viel. Ja, genau. Du hast also los geht's hier von der Kommunikationsfallen, Beschwerdemanagement, die ist einmal eins der Laseranschaffung, dann habe ich hier noch Messen der Kommunikation, der ästhetischen Medizin, du hast zum Thema Abrechnung ganz viel geschrieben. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Jetzt gucke ich auf die Uhr, wir sind bei 45 Minuten, ich habe immer so eine Dreiviertelstunde für den Podcast, das hat sich eingebürgert. Viele spannende Themen haben wir jetzt noch nicht besprochen, ich habe hier noch einiges draufstehen, aber vielleicht holen wir das nochmal nach. Zum Schluss gibt es immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Weil ich immer schön finde, die gleichen Fragen zu stellen und immer unterschiedliche Antworten zu bekommen. Ich lege einfach mal los. Zukunft der Medizin aus deiner Sicht, wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Also nachdem ich gesehen habe, was IBM mit dem Watson schon alles kann. Watson ist dieser kleine Roboter. Ja, künstliche Intelligenz. Der sehr, sehr treffgenau Diagnosen stellen kann.
glaube ich, dass auch die Digitalisierung in der Medizin immer weitere Kreise ziehen wird und der Arzt irgendwann wirklich noch, klar, so ein paar Kernaufgaben hat, aber ich glaube auch, dass die Medizin immer technischer, immer digitaler werden wird. Siehst du das positiv oder negativ? Beides. Okay. Beides. Ja. Ich glaube, das ist schon, also wenn ich mir vorstelle, ich gehe zum Arzt und da kommt so ein kleiner Roboter auf mich zugefahren und er sagt, ja, ich mache jetzt ihre, keine Ahnung, ihre Magenoperation, da denke ich mir schon, oh mein Gott. Also ich wäre immer eher ein Menschenmensch, aber ich glaube, dass an vielen Punkten auch wirklich eine massive Entlastung stattfinden kann. Ja. An der Stelle vielleicht nochmal ein kurzer Einsatz. Es gibt ja ganz interessante Einsätze von Computern, auch von computerähnlichen Figuren. Also zum Beispiel gibt es es gibt Robben, und diese Robben werden bei demenzkranken Patienten eingesetzt in der Wohnung. Die fassen Geräusche, nehmen Geräusche auf, die merken sich den Tagesablauf und die begleiten dann einen demenzkranken Patienten sozusagen durch den Tag, wie auch immer. Und das hat dazu geführt, dass demenzkranke Personen wieder anfangen zu reden, zu singen, weil dieses Tier, obwohl es irgendwie ein Tier ist und auch eine Robbe, ich habe mich gefragt, eine Robbe hat ja keiner als Haustier, ne? Aber allein der Gesichtsausdruck dieser Robbe, die ähnlich aussieht, führt eben dazu, dass Emotionen freigesetzt werden, die Menschen fühlen sich aufgehoben. Also das ist zum Beispiel ein Teil der Medizin, wo ich denke, da ist diese künstliche Intelligenz und Einsatz der künstlichen Intelligenz sehr, sehr sinnvoll. Auch immer dann, wenn es dazu führt, dass die Qualität in der Patientenbehandlung besser wird und die Ärzte vielleicht einfach mehr Zeit haben. Aber ich sehe das durchaus kritisch, bin ich absolut deiner Meinung. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Definitiv. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Ich glaube, dass Gesundheit und Liebe die wichtigsten Dinge im Leben sind. Definitiv. Also gerade wenn man mal irgendwie erlebt hat, wie es ist, wenn die Gesundheit nicht mehr da ist, ist es definitiv ein Geschenk. Mhm. Gesund zu sein ist ein Geschenk, definitiv. Vor allem ist es erstaunlich, wie viele Menschen gesund sind und wie häufig wir gesund sind, wenn man einmal weiß, was der Körper für ein komplexer Mechanismus ist. Eigentlich jeder Tag, an dem man gesund ist, ist eine Sensation. Mhm. Absolut richtig, ja. Welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht ein Unternehmer haben oder eine Unternehmerin? Der sollte charismatisch sein. Ich glaube, dass fast alles im Leben steht und fällt mit dem, wie sehr uns andere mögen oder nicht. Also er sollte charismatisch sein. Er sollte schon auch ein Umsetzer sein. Also es bringt mir nichts, wenn jemand die tollsten Pläne in der Theorie macht und die nicht umsetzt. Und er sollte mutig sein. Und Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt nur, dass man trotzdem springt. Das ist ein Riesenunterschied. Sehr schön. Es gibt ja immer einen Satz, den ich so in dieses Bild nehme. Ich glaube, das war er schon. Das ist der Satz. Den sage ich gerne. Für die Anwendung heute, genau. Ja. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen, erreicht oder motiviert hat, den du empfehlen könntest? Oder das da empfehlen könntest? Muss im medizinischen Bereich sein? Nein, oder? Nein, kann ganz aus dem Leben. Ja, ein Buch, das mich in der Tat, ich habe gerade überlegt, was als erstes kommt, das sage ich jetzt, nicht vom Titel abschrecken lassen, ein ganz, ganz fantastisches Buch, gerade für jemanden, der sich mehr zum Unternehmer entwickeln will, ist Der Weg zur finanziellen Freiheit. Okay. Genau. Was mich daran so beeindruckt hat, ist, wir versuchen ja immer irgendwie einen kausalen Zusammenhang herzustellen. Und wir haben so einen Irrglauben in unserer Kultur, viel Geld, großes Arschloch, wenig Geld, guter Mensch. Mhm. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich finde, da geht es sehr schön um die Haltung vom Geld. Und ich glaube, dass viele ihren eigenen beruflichen Erfolg deswegen sabotieren, weil sie schlechte Glaubenssätze übers Geld haben. Ja, absolut. Also einer meiner Lieblingssätze ist wirklich ein tolles Buch, finde ich. Der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer. Mhm. Aber ein Satz, der mich so zum Schmunzeln gebracht hat, weil ich habe auch lange in der Privatpraxis gearbeitet, einfach als ganz normale Helferin mit ganz normalem Gehalt. Und mich hat immer so genervt, dass Leute so schnell verurteilt werden, nur weil sie Geld haben. Mhm. Wenn jemand kein Geld hat, dann machen wir das doch auch nicht. Ja. Und wenn ich jemanden verurteile, weil er viel Geld hat, definiere ich ihn über das, was er hat. Und das würde ich mit jemandem, der kein Geld hat, nicht machen. Da würde ich auch nicht sagen, ja, ich mag dich jetzt nicht oder ich finde dich gut, weil du wenig hast. Und ein fantastischer Satz aus diesem Buch ist,
Geld ist nur eine Lupe für den Charakter. Ein Arschloch wird einfach mit viel Geld ein Riesenarschloch. Also, das ist natürlich viel schöner formuliert, aber das war so eine der Aussagen, wo ich mir dachte, ganz genau. Und viele sabotieren ihren eigenen Erfolg eben, weil die gelernt haben im Elternhaus, nee, wenig zu haben bedeutet, du bist ein guter Mensch. Ja. Ja, ist auch ein Riesenglaubenssatz, der einem immer wieder über den Weg läuft. Da gebe ich dir absolut recht. Und vielleicht einfach mal nachzufragen, wie man zu dem Geld gekommen ist, das wäre das die interessante Frage. Ne? Und das und daraus vielleicht Dinge für sich abzuleiten, ne? Und mal zu hinterfragen. Das tun aber auch die wenigsten. Also einfach mal hinzugehen und fragen, wie hast du das gemacht, dass du die so viel Geld verdient hast. Sehr, sehr schön. Aber der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer, super Buch. Ja. Und die letzte Frage, die ist immer nicht ganz uneigennützig, das ist die Frage danach, gibt es jemanden, den du uns vielleicht als weiteren Podcast-Gast, auch gern aus dem Bereich der Medizin, muss aber nicht unbedingt sein, hier empfehlen würdest oder könntest? Ja. Und zwar der Dr. Thomas Bierwirth. Mhm. Der ist Dermatologe und Zahnarzt, also hat ursprünglich Zahnmedizin studiert. Der ist... Ich kenne sehr, sehr viele kluge Menschen mit Sicherheit, mit meinem Mann zusammen. Mhm. Mit der klügste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Ein ganz, ganz fantastischer Arzt, ein großartiger Mensch mit vielen guten Gedanken. Genau. Das hört sich sehr gut an. Also vielleicht, wenn du da ein gutes Wort für uns einlegen könntest, dann komme ich gerne, gehe ich gerne mal auf den zu. Und weil genau das ist so eine, das ist ein weiterer Teil dieses Podcasts, interessante Unternehmergeschichten aus der Arztbranche davon zu berichten oder hier vorzustellen. Und gerade wenn du sagst, er hat Doppelfacharzt, also er ist kommt aus der Zahnmedizin und ist jetzt im Bereich der Humanmedizin unterwegs, sind das sicherlich sehr, sehr spannende Geschichten. Also das wäre super. Ich gerne. Ja. Ja, wir sind am Ende des Podcasts. Nathalie, ganz lieben Dank. Es war sehr inspirierend. Ich fand ganz viele tolle Ansätze für den Arzt, der sich mit dem Unternehmersein auseinandersetzen will, aber auch der in der Praxis tätig ist, um einfach mal drüber nachzudenken, was kann ich denn tun innerhalb der Kommunikation und was kann ich auch an mir selber tun, damit genau dieses Thema Beziehung zum Patient, Beziehung zu Helferinnen und zu meinem Unternehmen besser werden, also auch am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen als Praxis. Ganz lieben Dank dir nach München. Gerne. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen und auch zu hören und immer dran denken, nochmal eine Bewertung bei iTunes oder YouTube abzugeben. Egal in welche Richtung, ich kann das nur immer wieder sagen, ist ganz wichtig, damit wir sehen, ob wir hier einen guten Job machen. Und denken Sie dran, bleiben Sie unternehmerisch, gehen Sie in die eigene Praxis, ist eine tolle Sache. Nathalie, nochmal ganz lieben Dank nach München und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.